So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Ramses der Dicke, eine neue Folge Unboxing. Ich habe ja gesagt letztens, ich habe Prime ausgepackt, ganz viel, auf der Suche nach Gold Prime. Ich habe Prime ausgepackt vom Candy Craze UK Shop, wo das Pinata Colada drin war, was irgendwie ein bisschen ausgelaufen ist, es auf jeden Fall im Paket ein bisschen nass war, die Flasche total klebrig war, die Flasche mich aber auch enttäuscht hat, weil das Design war so und die Flasche war so. Also das war was komplett anderes. Wie kann man so failen? Da habe ich ja geguckt, dass ich vielleicht mein Geld dafür wiederkriege. Da habe ich mich beschwert. Aber weil ich die Videos gerade direkt nacheinander aufnehme, gibt es noch keine neuen Infos dazu. Anderer Shop, wo ich jeden Tag bei YouTube Werbung sehe und der coole Shorts macht und der selber Prime sammelt und der bei sich dann auch die neuen Prime-Sachen anbietet, ist Candy Creations. Von Candy Creations, muss ich jetzt sagen, habe ich einen besseren Eindruck als von Candy Craze UK, weil erstens steckt da nicht das UK im Namen drin, weil bei UK kommt es mir schon hoch, vor allem jedes Mal, wenn ein Paket kommt, musst du zusätzlich dann noch einen blöden Zoll drauf zahlen, was ich aber auch nicht verstehe. Auf das Candy Craze UK Paket, sagen wir mal, das hat 250 Pfund gekostet, aber nur 8 Euro Zoll. Dieses Paket von Candy Creations hat ca. 100 Pfund gekostet, also viel günstiger, aber 20 Euro Zoll. Woran liegt das? Ich habe keine Ahnung. Muss ich auf jeden Fall bezahlen. Hier steht 13,97 Zoll, 6 Euro Auslagenpauschale, 19,97. Ich habe gesagt, wie soll ich denn das bezahlen? Hier sind 20, stimmt so, ist er gegangen. Beim nächsten Mal bei dem anderen waren es 8,63 Euro. Ich sage, wie soll ich denn das bezahlen? Hier sind 10 Euro, stimmt so, ist er gegangen. Und hier Candy Creations. Nicht nur, dass ich den Kanal cool finde, das ist auch irgendwie schön eingepackt, weil ihr habt hier drin komplett die ganze Box voll mit diesen Blisterbugs, ja, wie sagt man dazu? Und wenn du die aufreißt und hier reinguckst, hast du nochmal überall zwei extra Flaschen drin. Hier sind zwei Flaschen. Hier sind zwei Flaschen. Und hier sind zwei Flaschen. Für mich heißt das, da ist schon mal irgendwie viel mehr Mühe drin und dran als bei dem anderen und besser verpackt. Das ist extra hier drin, wie in so einem Täschchen. Da ist extra ein Candy Creations Aufkleber. Sieht cool aus. Hier auch Candy Creations. www.candy-creations.com. Wieder zwei Flaschen drin. Candy Creations Aufkleber. Dann dritte Packung, wieder zwei Flaschen, wieder Aufkleber und noch eine Karte. Thank you steht da. Da bedanken die sich, was schön persönlich ist. Und du kriegst nochmal, wenn du wieder was bestellst, kannst du gleich einen Rabattcode noch einlösen. Das ist cool, das spricht mich an. Zusätzlich war ja noch diese Tüte drin. Guck mal, wenn du da reinguckst, drehst du total durch, weil die Tüte so brutal ist. Das ist hier so Carbon-Effekt, wa? Hier steht auch Candy Creations drauf. Und wenn ich die aufmache, habe ich da was drin. Einmal Bazooka Tutti Frutti Chupa Flavored Chewy Candy. Da gibt es sogar noch gratis Zugaben. Da gibt es sogar noch von Candy Creations Süßigkeiten für dich. Hier Hammer, ein Coolie Woolly. Was ein Coolie Woolly ist, weiß ich nicht. Ich kenne nur Coolidita. Das ist ein Coolie Woolly. Und am Boden unten haben wir noch zwei einzelne. Was ist das? Fruitsalat. Hier sind noch zwei Fruitsalat drin. So, zwei Fruitsalat unten am Boden. Also, das ist schön. Adi, man sieht dein Po. 2, 3, 4 gratis Zugaben bei Candy Creations. Ein cooler Beutel, coole Verpackung, Rabattcode. Also, wenn ich mich entscheiden muss, Candy Craze UK und Candy Creations bringen ja beide immer wieder regelmäßig die neuesten Prime-Sorten bei sich in die Shops rein, würde ich in Zukunft bei Candy Creations bestellen. Da kannst du zwar nicht mit PayPal zahlen, nur mit Kreditkarte. Und du hast halt mehr Zoll oder so, weil es ist halt aus einem anderen Gebiet. Aber ich finde trotzdem, der hat einen coolen YouTube-Kanal. Da ist viel mit dabei gewesen. Das finde ich toll und deswegen will ich das jetzt auch mal hier auspacken, was wir hier jetzt eigentlich drin haben. 6 Flaschen. Ihr könnt ja vergleichen. Ihr habt ja gesehen beim letzten Mal Candy Craze. Und jetzt seht ihr hier
Candy Creation. Dann könnt ihr mir sagen, was für euch da einen besseren Eindruck macht, was ihr einen besseren Eindruck hinterlässt. Mann, ey, die haben das so verpackt, dass ich das nicht mal aufkriege. Das heißt, die kriegen gleich Punktabzug in der Aggressionsskala. Vor allem habe ich mir extra eine Schere hergelegt und hätte eigentlich die Schere nehmen können, aber nee, wir machen es jetzt mal ohne Schere. Hier haben wir das neue La Velada del Ano Prime Hydration aus Spanien. Das ist das spanische La El Dalato Dabadi Bab Babadi Bub. Und hier steht es auch nochmal El Rey de la Pista. Guckt euch den Seitendruck an. Richtig genial. Also, wie findet ihr die Flasche? Ist die fetzig? Ist die 40 oder ist die 30? Wir stellen sie mal dahin. Denn es gab halt im Prinzip dieses spanische Trio, was sie mittlerweile auch als Bundle anbieten. Im spanischen Trio ist auch die dabei gewesen hier. Das sieht aus wie Optimus Prime. Das ist orange und schwarz. Und das ist Prime X Kings World Cup. Prime macht's mit jedem. Jetzt auch mit dem Kings World Cup. Wie genau die Sorte jetzt heißt, kann ich euch nicht sagen. Habe ich aber auch darüber bestellt. Die gibt's beide zusammen auch in einem Bundle. Die gibt's aber auch beide in einem Triple mit FC Barcelona Prime. Das Problem ist, dass das Barcelona Prime angeblich immer noch nur als Pre-Order da ist zur Vorbestellung und noch nicht offiziell released ist. Wie können Leute bei eBay Kleinanzeigen das dann anbieten? Fake. Wie können Leute Videos davon machen? Fake. Das ist angeblich noch nicht offiziell released. Und deswegen, wenn, das kann man vorbestellen. Und man kann es mit den zwei zusammen in einem Dreierbundle vorbestellen, was dann natürlich günstiger ist. Ich bin immer noch auf der Suche nach Barcelona Prime. Wir haben Arsenal Prime, wir haben Bayern München Prime, wir haben keinen Barcelona Prime. So, was machen wir jetzt als zweites hier auf? Fangen wir mal mit dem an noch, weil hier ist auch eine Sorte drin. Die kennt ihr schon. Ich habe zum Glück, weil der Tisch noch voll steht mit allen möglichen Sachen, können wir auch gleich mal testen, ob man da wirklich einen Unterschied sieht. Man, ich habe doch hier die Schere liegen. Schneid's doch einfach auf und dann ist doch gut. Aber stech bitte nirgendwo rein. Nicht, dass da noch was passiert. So, wir schneiden auf. Wir reißen es auf. Hier darf man jetzt nicht mehr schneiden. So. Hier habe ich jetzt eine Flasche Cherry Freeze. Jetzt werdet ihr sagen, hä, aber das ist doch nicht neu. Du hast doch schon mal Cherry Freeze gehabt. Das ist Cherry Freeze, ganz normal, europäisch, runder Boden. Das ist Cherry Freeze, amerikanisch, Kackboden. Dann hast du aber, wenn du genau hinguckst, die ist halt auch einfach breiter. Die ist breiter, die ist mächtiger. Das ist die normale Cherry Freeze. Und das ist die Cherry Freeze Special Edition. Du hast hier oben nämlich lauter Muster drumrum. Eine komplette Musterung um die ganze Flasche. Du hast hier extra nochmal Special Edition A Bottle steht hier drauf, was dann auch blau wird. Das wird auch blau und sieht dann richtig aus wie ein Schneekristall. Das heißt, das ist nochmal griffiger, das ist nochmal fetter. Ihr werdet das jetzt vielleicht nicht so sehen, so genau. Ja, ich kann es nochmal versuchen. Das ist normal, Cherry Freeze. Und das ist die Cherry Freeze Special Edition hier. Mit anderen Verzierungen. Special Edition. Aber keine Sorge, die war jetzt nicht so teuer. Weil das ist ja trotzdem nur eine normale Sorte. Aber wenn man die nebeneinander stellt, sieht man schon, hier geht das Weiße bis hier hin, hier nur bis dahin. Die ist irgendwie ein bisschen breiter. Das ist ein Sammlerding, das ist so ein Sammlerding. Da werden die Leute verstehen, ist mir doch scheißegal, ob da jetzt hier Zeug drauf ist oder nicht. Ich sauf die doch aus und dann ist das wieder gut. Aber nein, das ist ein Sammlerding und das muss so sein. Das packt man auch weg und dann kommen wir zum Aaron Judge Prime. Ich weiß nicht, wer Aaron Judge ist. Wahrscheinlich wieder ein Baseballspieler mit der Nummer 99. Jetzt gibt's hier extra das Aaron Judge Prime. Ihr werdet sagen, das hat aber Ähnlichkeit mit dem einen anderen Prime, aber es kommt wieder auf die Details an. Vor allem ist das auch Cherry Freeze Flavor. Wollen die mich verarschen? Cherry Freeze. Aaron Judge. Du hast hier das Männchen in Silber, der hier rummacht. Du hast auf der ganzen Flasche hinten Streifen wie von einem Trikot. Und das haben wir so noch nicht. Aaron Judge haben wir noch nicht. 99 haben wir noch nicht.
Das Blau leuchtet schön. Haben wir noch nicht. Aber Aaron Judge ist ja schlau. Der macht nicht nur eine Sorte. Auch Aaron Judge hat eine Special Edition, weil das die White Edition ist. Hat Aaron Judge natürlich noch die Blue Edition. Und die ist gefühlt im Preis jetzt schon wieder mega gestiegen. Und ist auch schon wieder bei vielen Sachen ausverkauft. Ich sehe in den Shops, die weiße kannst du noch bestellen. Bei der blauen steht mittlerweile dran, out of stock. Also ist nicht mehr lieferbar. Ist ausverkauft. Die war die ganze Zeit zum Vorbestellen. Die Leute haben sie vorbestellt. Ich habe das Bundle vorbestellt. Die blaue und die weiße zusammen im Bundle. Und das war auch gut so, weil jetzt kommst du da nicht mehr ran. Und jetzt guck dir mal den Unterschied an. Das ist die blaue. Hier hast du auch wieder diese Baseball-Naht, ja. Hier ist die Baseball-Naht drauf. Hier steht Aaron Judge, aber diesmal in Gold. Du hast alles Gold. Du hast hier auch um den blauen Prime-Schriftzug Gold-Umrandungen. Hier steht 99 in Gold. Hier ist Gold drauf. Hier ist Unterschrift Aaron Judge. Also die blaue ist gehypter auf jeden Fall. Das ist die normale. Das ist die Blue Special Edition. Die habe ich im Bundle auch mir geschossen. War auch günstig. Ich glaube auch 20 Euro für beide so ungefähr umgerechnet. Das ist okay, das ist okay. Aber hier ist ja noch eine Flasche drin. Und da werdet ihr jetzt wieder total verwirrt sein. Denn hier ist drin Glowberry Prime. Schon wieder. Das ist wieder eine Limited Edition, die rare ist. Und ihr kennt vielleicht nicht nur die Holo, die 3D holomäßig ist, oder hier die mit dem Torn-Effekt, weil die ja hier abgerissen ist. Du siehst, Etikett abgerissen, als wäre da was anderes drunter. Und neben dem Torn-Effekt gab es auch noch diese mit dem Drip-Effekt. Erstmal ist hier die oben gleich, aber hier wird die Schrift schwarz, hier wird die Schrift weiß. Und das sieht aus eben wie gesprayt, als würde da die Farbe runterlaufen. Sieht man ganz deutlich hier, dass hier diese Farbe runterläuft auf den unteren Prime-Schriftzug. Ihr werdet sagen, Schwachsinn. Ich sage, ja, wenn du die nebeneinander stellst, du siehst auf jeden Fall dann einen Unterschied. Und wenn du sammelst, brauchst du die auf jeden Fall auch beide. Hätte ich nicht gedacht. Ich habe die ganze Zeit auch gedacht, so ein Schwachsinn. Aber mittlerweile, wenn du gefühlt alles hast, willst du halt die eine, die du noch nicht hast. Und dann geht das so. Mittlerweile gibt es sogar noch zwei Special Editions von Glowberry, die wieder komplett anders aussehen und die irgendwie auch mit saurer Apfelgeschmack sein sollen, was es noch gar nicht gab. Die gibt es zum Beispiel bei Candy Creations auch wieder zum Vorbestellen im Bundle. Bei Candy Craze UK haben sie jetzt nur die eine von den beiden. Das heißt, ich müsste sowieso bei Candy Creations bestellen, weil sie da beide haben im Bundle und dadurch günstiger. Also wenn ich dort die eine bestelle und dann in einem halben Jahr die andere bestell, wenn die da auch angekommen ist. Weil jedes Mal hast du hier 30, 40 Euro Versand und jedes Mal hast du nochmal Zoll dabei. Also alles bei dem einen bestellen und das heißt für mich steht jetzt fest, ich werde meine Sachen bei Candy Creations jetzt bestellen. Eigentlich müsst ihr mich dafür sponsoren, so das war es jetzt von meiner Seite aus. Guckt euch den Tisch doch mal an. Das ist von einem der letzten Unboxings alles hier stehen geblieben. Die Seite voll mit Prime. Die Seite voll mit Prime, das ist halt, das ist nicht mehr normal. Das war's von meiner Seite aus. Zu den ganzen Dingern wird jeweils immer ein einzelnes Tasting kommen. Also Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Oder bei den Aaron Judge, kannst auch zwei mit einmal machen. Das ist kein Ding. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.